Berlin und die Parallelgesellschaft. Arabische Großfamilien dominieren seit Jahren Teile der Hauptstadt. Drogenhandel, Körperverletzung, Mord. Der deutsche Rechtsstaat stößt an seine Grenzen. Hier im Berliner Sozialbrennpunkt Neukölln ist das Versagen am stärksten zu spüren. Mit skrupelloser Gewalt dominieren die arabischen Clans hier schon lange das alltägliche Leben. Klar, es glaubt uns einfach wirklich niemand. Was glaubt uns niemand? Warum laberst du da rein? Schau dich mal um. Hier ist mitten Walde. Hier ist nix. Hier sind keine Clans. Meinst du, ich bin so bescheuert und gehe nach Neukölln und stelle mich dahin, wo die da ihre Arbeit da machen? Wäre es wenigstens authentisch? Ja, das ist ja schön authentisch. Da denke ich dann auch im Krankenhaus, denke ich, oh, wenigstens war es authentisch. Ich habe noch ein Loch im Hals, aber ist schön authentisch alles hier. Wenn du mir jetzt nicht reinlaberst, dann hätte das keiner gemerkt. Das ist, hier ist Döner, hier ist Shisha, hier ist... Das ist unser Praktikant. Es ist doch scheißegal, es kennt doch keine Sau, inklusive unserer ganzen Mitarbeiter, unseren Praktikant. Ja, gut. Ja. So, jetzt gehen wir los und gucken uns mal hier die Problemfälle an. Geld, Macht, Familie. Beobachtungen in einer Schattenwelt. Rund um die Hermannstraße und die Sonnenallee herrscht ein Klima der Angst. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Ich wollte mal wissen, wie Sie das hier sehen. Also die arabischen Familienclans, die haben ja hier das ganze Viertel hier fest im Griff. Und leiden Sie da persönlich drunter? Eigentlich nicht wirklich. Menschenhandel, Kokainhandel. Haben Sie hier irgendjemanden gesehen, der hier Kokain handelt? Ich sehe hier keinen. Nichts sehen, nichts hören, nichts wissen. Profitiert auch er von den Zahlungen der Clans? Leiden Sie darunter, wenn hier auch abends mal Schießereien sind und so weiter? Nee, wir gehen abends nicht mehr auf die Straße. Sie gehen schon nicht mehr auf die Straße? Aus Angst? Aus Angst? Na, aus Angst nicht, nee, weil hier einfach nichts los ist. Deswegen. Wie brutal es in Wirklichkeit zugeht, zeigt der Fall von Gundula K. Das Opfer der Clan-Gewalt ist erstmalig bereit, vor unseren Kameras auszusagen. Also wir können Sie natürlich auch gerne verfremden im Gesicht und Ihre Stimme ein bisschen... Das ist nicht nötig. Haben Sie denn mal was Kriminelles hier erlebt? Ich habe mal meinen Portemonnaie liegen lassen. Und dann bin ich auf die Straße gegangen. Und dann fing zu Hause Nachricht, mein Portemonnaie ist weg. Ja. Und dann bin ich nächsten Tag wieder hin und hab das dann noch. Gundula K. kam glimpflich davon. Diesmal. Doch wer sind die Drahtzieher der Clans? Herr Al-Said? Bleiben Sie vielleicht kurz mal stehen, ja? Können wir Ihnen eine Frage stellen, bitte? Einer der wichtigsten Hintermänner ist Remo Al-Said. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft in mehreren Fällen. Wo ist die Goldmünze aus dem Bode-Museum? Die haben Sie doch mit der Schubkarre abtransportiert. Wo sind die Pokermillionen? Wo sind denn die Rolex-Uhren aus dem KDW? Die haben Sie doch geklaut, oder? Läuft hier einfach so rum, ne? Naja, der wohnt halt hier. Hä? Viele Geschäfte in Neukölln sind nur Fassade und dienen zur Geldwäsche. Auch diese unscheinbare Bäckerei nutzen die Clans seit Jahren, um ihre kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Klaas und Olaf Heuer, hallo von LMB-TV. Hallo. Dürfen wir mal ein paar Fragen stellen? Ja, bitte. Mich würde mal interessieren, was Sie hier wirklich verkaufen. Da sehen Sie doch Kuchen, Kaffee, Eis, ja, Schuppen, Getränke. Ja, ja. Was verkaufen Sie wirklich? Was ist Ihr eigentliches Geschäft? Kaffee, Bäcker und Kaffee. Bezahlen Sie hier Schutzgeld oder gehören Sie dazu? Haben Sie irgendwas getrunken oder was? Wir sind hier unerwünscht. Wieder vor der Tür beobachtet LNB-TV das Geschäft. 12.53 Uhr Ortszeit betritt ein Mann den Laden. Er verlässt den Laden zwei Minuten später mit zwei unscheinbaren Tüten. Sie, wenn ich Sie mal kurz fragen darf, was haben Sie da drin gemacht? Hallo, wir kennen uns doch. Ein bekanntes Gesicht. Nee, das ist jetzt wie, was haben Sie da drin gemacht? Da in was dem Laden? Gekauft, was Schönes gekauft für die schlanke Linie. Die schlanke Linie, Insidern bekannt als reines Kokain. Was LNB-TV zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste? Es könnte sich bei diesem Mann um Ali Al-Haif handeln, Sohn von Sakti Al-Haif und gleichzeitig ein Schwibschwager von Dieter Semmler, der mal der Fußballtrainer von Sven Müller war, der im vergangenen Jahr auf einem Bushido-Konzert gesehen wurde. Ich habe hier wochenlang übers Internet Kontakt gehalten mit einem der ganz großen Clan-Chefs. Den kann ich jetzt gleich hier dazu holen und er zeigt uns noch mal Ecken, die niemand hier kennt. In Mittenwalde. Nach wochenlangen Verhandlungen schafft es LNB-TV, einen Clan-Chef zu einem Interview zu überreden. Ahmad ist Oberhaupt der Siri. So, jetzt zeige ich dir mein Viertel, wo ich das Sagen hab. Im Milieu ist Ahmad eine große Nummer. Szenename der Patron. Hier abends, es ist ja jetzt hell, aber abends, da stehen die heißen Miezen an der Straße. Die habe ich alle gut im Griff. Noch nie wurden die kriminellen Strukturen der Clans von einem Insider so detailliert nachgezeichnet. Ja, hier im Park kommen abends diejenigen, die das Zeug brauchen, Kokain und so. Die treffen sich dann abends hier. Ach so. Da ist schon was los. Der Patron muss weiter.
Er hat Termine. Habibi, tschüss. Wahrscheinlich Leute zusammenschlagen. Berlin in fester Hand von Kriminellen und ein Staat, der tatenlos zuschaut. Wie lange dieser Zustand noch andauert? Antwort offen. Und nächste Woche bei LNB TV die Reportage. Krieg der Drogenkartelle in Mexiko. Unser Reporter zwischen den Fronten.